Liberale Gedanken, der Podcast für politische Bildung der Wilhelm-Kühls-Stiftung Sachsen. Willkommen beim Podcast der Wilhelm-Kühls-Stiftung. Heute haben wir Professor Dr. Amro, Professor an der TU Bergakademie Freiberg, eingeladen, um unsere Fragen zur umstrittenen Gasförderungsmethode des Frackings zu beantworten. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen und über jeden neuen Abonnenten unseres YouTube-Kanals. Professor Amro, danke, dass Sie heute dabei sind. Fracking ist ein lang vor sich hinschwelendes Thema, das erst vor kurzem wieder an enormer Bedeutung für Deutschland gewann und mediales Interesse erhielt. Aber was genau ist denn Fracking und was sind die Unterschiede zur konventionellen Gasförderung? Vielen Dank für die Einladung. Unter hydraulischem Aufbrechen, das ist das Fracking, versteht man das Öffnen oder die Bildung neuer Klüfte mittels hydraulisch induzierten Druck. Das heißt, man muss einen hohen Druck von Obertage bis zur Gasschicht mittels Fragflüssigkeit übertragen. Und mithilfe dieses Druckes oder dieses hydraulisch induzierten Drucks kann man dann die Risse bilden in der Gasschicht. Können Sie noch darauf eingehen, inwiefern die Unterschiede zur konventionellen Gasförderung sich darstellen und wieso das Fracking in Deutschland so kritisch angesehen wird im Gegensatz zur konventionellen Gasförderung? Ja, richtig. Ich meine, in den konventionellen Erdgaslagerstätten ist Fracking nicht unbedingt notwendig. Die Fracking ist in konventionellen Lagerstätten ist notwendig erst, wenn die Produktion unwirtschaftlich wird. Das heißt, das Gas zum Beispiel oder das Öl fließt von der Formation bis zur Bohrung und von der Bohrung bis zur Oberfläche. Allerdings vielleicht nicht wirtschaftlich, dann muss man die Formation sozusagen stimulieren und das passiert mit der Fragbehandlungstechnik. In inkonventionellen Lagerstätten muss man fracken, weil das Gas oder das Öl unfließfähig ist. Und in Deutschland haben wir leider, wir haben ja nicht in unkonventionellen Lagerstätten nicht gefrackt, aber die Meinung der Politik oder die Meinung der Gesellschaft hat sich leider durch die Nachrichten aus den USA gebildet. Dort gab es besonders am Anfang bei der Anwendung dieses Verfahrens, ich würde sagen, Nachlässigkeiten oder Missstände, die bei uns hier gar nicht passiert wären. Die Richtlinien bei uns hier sind anders als in den USA oder in anderen Ländern. Und da entstand die Meinung der Politik und deswegen wurde das Verfahren leider hier in Deutschland verboten. Also die Risiken, die aus den USA bekannt sind, beispielsweise, dass Chemikalien oder Gas in das Grundwasser eintreten oder Ökosysteme belastet werden, die sehen Sie gar nicht in Deutschland aufgrund der stärkeren Reglementierung und stärkerer Vorsichtsmaßnahmen? Genau, das sehe ich nicht, weil, wie gesagt, die Richtlinien und die Umweltauflagen, die sind hier sehr streng. Die zählen übrigens als strengsten weltweit und solche Risiken würden bei uns hier nicht entstehen, wenn man den Frag nach diesen Richtlinien plant. Ja. Sollte man nicht in der Lage sein, diese Risiken zu verhindern, dann darf man nicht fracken. Das heißt, die Genehmigung fürs Frag wird nicht erteilt. Also vorausgesetzt, es gibt keine Komplikation bei der Förderung. Könnten Sie kurz darauf eingehen, wie denn die CO2-Bilanz beim Fracking aussieht, vor allem im Vergleich mit der konventionellen Gasförderung? Ja, das ist auch eine gute Frage. Beim Fracking ist, Fracking an sich ist klar, der CO2-Ausstoß ist natürlich höher. Aber, jetzt kommt es, aber Fracking an sich hat dazu geführt, dass die CO2-Emissionen oder die Luftverschmutzung im Allgemeinen durch den Ersatz von Kohle als Energieträger stark reduziert. Das heißt, mithilfe von diesem Verfahren
könnten wir den Einsatz oder wurde der Einsatz von Kohle durch Gas ersetzt. Nun ist Fracking ja Thema geworden seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Und auch da die Bundesregierung bis Ende 2024 eine vollständige und vor allem dauerhafte Loslösung von russischen Gaslieferungen anstrebt. Sie sehen Fracking als eine realistische Überbrückungsmethode an? Ja, ich sehe das Verfahren als eine potenzielle Brückungstechnologie. Wir können leider die Abhängigkeit oder unsere Abhängigkeit von Gasimporten nicht total decken oder so ähnliches, sondern wir können die Abhängigkeit nur reduzieren. Und ich sage, mit diesem Verfahren können wir die Abhängigkeit vielleicht um 20% reduzieren. Warum ich 20% sage? Weil wir in Deutschland diese 20% aus eigenen Lagerstätten vor 12 Jahren produzieren könnten. Das heißt, die Infrastruktur ist da, die Erfahrung ist auch da. Dann kann man oder können wir 20% decken. Und der Rest muss man natürlich aus dem Ausland weiterhin importieren. Sie sprachen gerade die Infrastruktur an. Angenommen, die Bundesregierung erlaubt von heute auf morgen das Fracking an allen möglichen Standorten. Brauchen wir ja die ausgebildeten Fachkräfte und interessierte Unternehmen, die sich dem Ganzen annehmen. Sie sagen also, wir haben diese Fachkräfte und Unternehmen in Deutschland oder wären wir auch auf das Ausland angewiesen? Das ist auch eine gute Frage. Ich meine, wie lange der Ausbau der Frack-Infrastruktur dauern würde, hängt natürlich erstmal von den politischen Willen. Es ist so, dass wir seit dem Verbot von Fracking viele Fachleute verloren haben, die aus Deutschland abgewandert sind, aber auch Firmen. Und diese Leute oder diese Erfahrung muss man dann natürlich ins Land wieder bringen. Und das wird ein bisschen dauern. Nun läuft ja sozusagen die Zeit, eben weil die Bundesregierung sich das Ziel gesetzt hat, bis Ende 2024 höhere Eigenständigkeit und weniger Abhängigkeit zu erreichen. Wie sehen Sie denn den Zeitrahmen? Ist es technisch machbar und sinnvoll, vor oder bis 2024 mit dem Fracking zu beginnen, angenommen es gäbe keine politischen Hindernisse? Erstmal nochmal zur Infrastruktur. Infrastruktur haben wir vorhanden für konventionelle Lagerstätten momentan. Das kommt dann später darauf an, wo man das unkonventionelle Gas, das heißt Schiefergas, aus welchen Regionen oder Gebieten produzieren soll. Wir haben ja mehrere Gebiete hier in Deutschland, die Schiefergas beinhalten. Und dafür braucht man eventuell doch weitere Infrastruktur. Zu der Frage über die Zeit bis 2024, wenn die Genehmigung für Fracking erteilt werden sollte, das heißt, wenn das Verbot aufgehoben wird, dann beginnt man natürlich mit Erkundungsbohrungen. Erstmal, diese Erkundungsbohrungen, wenn die erfolgreich verlaufen, dann kann man auch aus den Erkundungsbohrungen Gas produzieren. Das heißt, die Produktion kann mit der ersten Bohrung beginnen. Ja, das sagen wir dann 2 Jahre oder 3 Jahre braucht man für. Und dann geht es weiter. Dann wird die nächste Bohrung kommen und die weiteren Bohrungen folgen. Und somit kann man die Produktion immer wieder durch die erhöhte Anzahl von Bohrungen erhöhen. Ja, und da braucht man 7 Jahre, braucht man oder 5 bis 7 Jahre braucht man mindestens, um die 20% zu erreichen. Das heißt, die Produktion, wie gesagt, kann sofort beginnen bei der ersten Bohrung. Und das ist auch wichtig für uns, um mal die Ergiebigkeit jeder Bohrung zu bewerten. Ja, das heißt, wir müssen anfangen zu produzieren bei der ersten Bohrung, aber die 20% erreicht man durch Abteufeln von mehreren Bohrungen und das kann dauern. Also Ihrer Einschätzung nach wäre die höchste Skalierung, die möglich ist, die vorhin angesprochenen 20% des Energiebedarfs? Genau. 20%, denke ich, ist eine nachvollziehbare Zahl.
die wir erreichen können. Aber das geht dann über die Zeit, nicht abrupt von heute auf morgen, sondern wie gesagt, das, da braucht es 5 bis 7 Jahre, bis wir diese Menge an Gas produzieren können. 20%, das macht so ungefähr 20 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Ein anderes Bedenken sind noch Hindernisse wie beispielsweise die hohe Bevölkerungsdichte in Deutschland, Schutzgebiete und eventuell andere Probleme der Infrastruktur. Sie sehen aber, dass es in Deutschland genügend Bohrflächen gibt. Und was wären denn für Maßnahmen notwendig, dass diese Bohrflächen auch genutzt werden können? Ob dann nicht beispielsweise Schutzgebiete oder Ortschaften weichen müssten? Ich sage zum Beispiel auch in meiner Vorlesung im Rahmen dieses Verfahrens, sage ich, in Umweltschutzgebieten dürfen wir eigentlich nicht fricken. Und die Fläche, die man für eine Bohrung braucht, die ist minimal. Die ist kleine Fläche, kleiner als Fußballplatz, will ich mal sagen. Und diese Fläche kann man auch für mehrere Bohrungen nutzen. Das heißt, man kann aus einem kleinen Gebiet oder kleine Fläche, kann man dann mehrere Bohrungen abteufeln, die dann in verschiedenen Richtungen innerhalb der Lagerstätte verlaufen können. Ja, das ist die Technologie, die sogenannte horizontale Bohrtechnologie oder multilaterale Technologie. Das heißt, wir brauchen eigentlich keine große Fläche, aber wie gesagt, in Umweltschutzgebieten soll man das lieber vermeiden. Die Oberflächennutzung ist beim Fracking also relativ gering. Ist sehr gering, ja. Man kann das nicht mit Tagebau vergleichen. Es ist sehr, sehr begrenzt. Neben den infrastrukturellen und politischen Problemen bzw. Hindernissen für das Fracking gibt es ja auch in der Gesellschaft Ablehnung. Was wäre denn aus Ihrer Sicht notwendig, um Fracking in der Gesellschaft als akzeptable Alternative zu etablieren? Ich denke, wichtige Sache ist zum Beispiel, was wir jetzt gerade führen, Aufklärungsaktivitäten, Informationsaktivitäten mit der Bevölkerung, um mal zu zeigen, wie wichtig ist, dass man eigenes Gas produzieren kann. Das macht uns zum Teil unabhängig oder reduziert unsere Abhängigkeit. Und das eigene Gas aus eigenen Lagerstätten zu produzieren, ist versorgungssicher, kostengünstig und von strategischer Bedeutung. Und umweltschützend natürlich. Wir brauchen nicht dann, dass diese Menge aus dem Ausland von weit her zu importieren. Und das ist dann, deswegen ist das auch umweltschützend. Viel diskutierte Risiken wie das Eintreten von Chemikalien in das Grundwasser oder belastete Ökosysteme sind in der Gesellschaft Teil der Diskussion. Könnten Sie auf die größten Risiken eingehen und warum diese Ihrer Sicht nach in Deutschland nicht zu erwarten wären? Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Diese Risiken müssen erstmal, wie gesagt, minimiert werden. Die meisten in der Gesellschaft diskutierten Risiken sind, wie Sie gesagt haben, induzierte Seismizität, Verunreinigung von Grundwasser oder Methanfreisetzung. Die Umweltauflagen und die Sicherheitsrichtlinien, die wir hier in Deutschland haben, die zwingen Firmen, Nachweise zu bringen, dass diese Risiken nicht in Frage kommen. Wenn man diese Nachweise nicht bringt, dann darf man kein Frack betreiben, oder man bekommt keine Genehmigung für das Fracking. Die induzierte Seismizität zum Beispiel, wir sagen hier in Deutschland, in tektonisch aktiven Gebieten darf nicht gefrackt werden. Und dann sagen wir auch, geomechanische Gegebenheiten der Formationen, in denen gefrackt wird, müssen bekannt sein. Die müssen richtig bekannt und nachweislich bekannt. Die Verunreinigung wird natürlich oder muss natürlich, Verunreinigung von Grund- und Oberflächenwasser muss natürlich ausgeschlossen werden, indem man eine bestimmte Tiefe als Grenze setzt. Das heißt, hier in Deutschland zum Beispiel, wir dürfen bis 1000 Meter dürfen wir nicht fracken. Ja.
Und die Bohrung, das ist der Kanal praktisch zwischen der Oberfläche und der Gasschicht, ist mehrfach mit Stahlrohren ausgebaut und die ist drucksicher und dicht. Das heißt, von der Bohrung aus durfte keine undichte Stellen oder keine Flüssigkeiten in das Grundwasser fließen. Und dann kommt das dritte Risiko, das war die Methanfreisetzung. Die Methanfreisetzung muss auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Das ist auch nicht im Interesse der Betreiber, weil Methan heißt, dass man dann den Lagerstätteninhalt verliert. Und hier muss das auch ebenfalls nachweislich verhindert werden. Das war der Podcast Liberale Gedanken. Schauen Sie gerne auf unserer Homepage Kölz-Stiftung oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei und informieren Sie sich über andere Veranstaltungen und Projekte der Stiftung.